Was ist das? Eine Höhle? Ein Sack mit Fleisch. Fleisch. Festung Urusak Kompanie, Unterkunft. Zweite Kompanie. Das hört sich wie die Goblin-Behausung der Hauptfestung der Nazis an. So, es gibt auch Goblin-Nazis. Naja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber, naja, mal gucken. Ich drück mal. Hä, war da jemand? Oh. Ups. Eine Krabbe. Haha, eine Ratte. Tja, was für nette Haustierchen. Eigentlich wollte ich jetzt dort oben weiterlaufen, aber ich bin aus Versehen runtergestürzt. Naja, irgendwo. Werde ich schon richtig sein. Ach ja, ein Goblin. Das ist ja ein Goblin-Scharmützler. Die stärkeren Goblins. Die sind schon richtig stark eigentlich. Sind richtige Crank-Kids. Die sind schon richtig übel eigentlich. Könnte man schon mit dem Marador-Fürsten vergleichen. Also mit dem Marador-Kriegsführer. Diese Dinger hier. Wenn nicht sogar noch stärker, meiner Meinung nach. Die sind wirklich übel. Oh, oh, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Es wird ernst. Leute, es wird ernst. Puh. Oh, oh. Na super, und der hat mich auch gesehen. Na, dann komm mal runter. Für dich habe ich extra Zeit. Natürlich, der benutzt den Horst Schlemmer, also den Stahlstreitaxt. Jetzt warte ich, bis der mal hier runterkommt. Ach, das kann noch dauern. Goblins sind lahm und müde und langsam. Deswegen sage ich immer, nur ein toter Goblin ist ein guter Goblin. Für was hat der so viel Bier gebraucht, dieser Scharmützler-Goblin? Das war wahrscheinlich ein richtiger Alki. Das habe ich schon gemerkt an seiner Kampfkunst. Hey, kann ich den auch mitnehmen? Jägermeister, gibt es ja auch einen Jägermeister. Naja, die Voraussetzung ist ja schon mal da. Ich bin der Herrscher Gottes. Na super, das war jetzt echt blöd gemacht, ey. Ich muss aufpassen. Naja, ich warte, bis der Goblin hier zu meinen Fußstapfen hinauftretet und sagt, lieber Boss, töte mich. Aber wahrscheinlich kommt er gar nicht runter, weil der checkt gar nicht, wo ich bin. Das ist die künstliche KI, lieber Mann. Naja, aber so einen Thron dachte ich mir schon mal so zu Hause so mal hinstellen. Übrigens gibt's da für Oblivion ein ganz witziges Add-on, aber naja, so weit will ich noch gar nicht denken. Und dann werde ich nie fertig mit dem Projekt hier. Dun 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 dun. Vielleicht schaffe ich das, wenn ich auf dem Baumstamm so rüber grinde. Nein, das schaffe ich nicht. Wow, ich wäre ja fast hier runtergefahren. Das ist echt mörderisch. Ich muss aufpassen. Die Goblins, die sind wirklich gut in ihren Fallen aufbauen. Und die haben auch gute Krieger. Ey! Du bist nur ein dreckiger Goblin, komm her. Du hast nichts drauf. Du bist schwach. Was ist das? Es kack. Arrestzelle, Urusak. Okay, ich mach mal auf. Hallo? Na super, ich hab das Tor zur Hölle geöffnet, oder was? Da kommen diese ganze... Die sperren sich selber ein, diese Goblins. Was sind denn das für asoziale Menschen? Goblins, Tiere. Das ist ja wirklich... Ein Mensch? Ein Marodeur? Was machen die hier? Tut euer Schlimmstes. Ja, ich hab schon viele von euch umgebracht, Marodeure. Auch wenn du ein Ork bist, das fällt mir echt schwer. Oh, ich bin wieder Stufe aufgestiegen. Ey, der macht mir Angst, der Typ. Der macht mir echt Angst. Stirb. Wow, Mann. Der Blitz hat mich fast getroffen. Also, ey, du dreckiger Goblin. Ich möchte mal, dass du gegen den Marodeur kämpfst. Ihr habt euch doch nicht verbündet. Zwei Völker von ganz verschiedenartigen Herkunft. Wollt euch gegen mich verbünden. Nur weil ich der dunkle Lord bin. Ach ja, ein Hoch. Ach ja. Ey, ich muss Angst haben. Ich muss Angst haben. Ah, stirb. Nee, ich muss doch keine Angst haben. Puh, ich muss erstmal pennen hier. Das muss ich erstmal verarbeiten hier. Was hier, was ich hier alles sehe. Goblins und Marodeurs in einen Raum eingesperrt. Schätzungsweise war da der Goblin Scharmützler schuld dran. Die sind wirklich asozial, die Leute hier. Die machen wirklich Inzucht. Naja, wahrscheinlich. Oh Gott, unvorstellbar, wenn Goblin eine Hochelfin durchfickt. Das muss man sich erstmal vorstellen, was dabei für Geräusche rauskommen. Der Goblin würde wahrscheinlich, naja, ich sag, ich will es gar nicht weiter vertiefen, denn das wäre
nicht angebracht auf YouTube. Okay, laufen wir mal da hinunter, da waren wir noch nicht. Ich sollte rasten. Oh, was ist denn das? Eine Sichel ist hier wahrscheinlich der Sensenmann höchstpersönlich. Seine Runden, hat er hier seine Runden selbst gedreht oder was? Oder ist hier der dritte Weltkrieg ausgebrochen? Oder ist wahrscheinlich irgend so ein kranker, wie bei Manhunt, so ein kranker Typ da rumgelaufen, hat seinen Durst nach Blut gestillt. So wie ich jeden Mittag zwei Kinder aufesse. Ja, ich bin so, wie nennt man diese Leute? So ein Kannibal. So, kein Hannibal, ich bin ein Kannibal, Kannibale, genau so nennt man das. Leute, das bin ich nicht. Das war natürlich jetzt hier gelogen. Nicht, dass das jetzt hier irgendjemand denkt, das wäre ich wirklich. Da natürlich bin ich das nicht, sowas darf man nicht machen. Das ist strengstens verboten. Das ist unmenschlich. Ein Goblin-Koch, ich darf den Koch erschlagen. Also ich bin hier definitiv im Hauptquartier der Goblins, oder was? Ah, der Koch ist noch stärker als der Scharmützler. Der Koch ist der schlimmste von allen. Und den erwischt es auch immer am schlimmsten bei meinen Kreuzzügen. Warum hat er so komische Hörner an? Seht ihr das? Er hat Hörner wie Sauron an. Das gefällt mir nicht. Ja, was will ich noch eigentlich hier lange rumreden? Ach, ich rede sowieso die ganze Zeit. Da muss man auch einfach reden, weil es gibt einfach mal lustige Momente bei Oblivion, dann... Ja, das ist einfach episch, das Spiel. Naja, kann ich dazu nicht sagen. Und deswegen ist auch Oblivion einer der besten Spiele in meiner favorisierten Liste. Ey, ist das... Hä, Moment mal, wo war ich? Hier war ich noch nicht. Da oben. Okay, ich könnte mal versuchen. Naja, okay. Der Versuch ging deutlich daneben. Naja, das war wahrscheinlich auch... Die Goblins, die sehen aus wie Aliens. So. Oh, ein Hammer ist zerbrochen. Naja, egal. Ich brauche ein Bett. Hat der Fürst nicht irgendein Bett gehabt? Naja, ich guck mal runter. Ich kann ja mal kurz drauf gucken. Nein, der hat kein Bett gehabt. Warum? Auch Goblins schlafen ja nicht. Die liegen wahrscheinlich betrunken in irgendeinem Fass und saufen sich die Hucke voll. Siegheil. Nein, nicht Siegheil. Siegreil, habe ich gesagt. Ich habe Siegreil gesagt. Das ist ein Ork, der ist der stärkste, habe ich gehört. Und keiner hat es je vermocht, ihn zu bezwingen. Er befindet sich in der Arena von der Kaiserstadt. Ob der wirklich Siegreil hieß? Nein, ich glaube nicht Siegreil. Nee, das war was anderes. War ein ganz anderes Spiel. Ach ja, und das hieß ja auch ganz anders. Dies wurde nicht mit einem R ausgesprochen, dieses Reis, sondern mit einem H. Aber ihr könnt euch selber denken, auf was ich hinaus will. Aber das darf man natürlich nicht sagen. Und hier gibt es nichts zu pennen. Was für eine Schande. Und ich dachte schon, ich kann jetzt hier meine nächste Attributen-Bonuspunkte hier verteilen. Hä, was zum Teufel? Ich laufe hier echt um den Kreis herum. Ich habe den... Orientierung zum Ausgang verloren. Naja, super. Ich habe mich hier selbst eingesperrt, oder was? Hö. Ey, das ist nicht lustig. Wie komme ich jetzt da hoch? Hä? Ich finde das nicht lustig. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich sperre mich selber ein, da weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist wie hinter Gitter. Nur für Goblins und Marodeure eben. Der Sonderknast. Na okay, jetzt fühle ich mich verarscht. Ach, hier gibt es ja noch einen weiteren Durchgang. Ah, ich denke, jeder müsste hier tot sein. Ich habe alle umgebracht. Tja, also ich bin ja wirklich der Killer hier. Halt, jetzt muss ich hier hochlaufen. Links hoch, dann auf die A7 hinauffahren und dann einfach geradeaus 500 Kilometer fahren. Wie es so üblich in Deutschland die Autobahnen eben sind. Hey, runter, runter, ich möchte auch das, runter, runter, runter. Lustig, lustig, tralalalala, das nennt man physische Engine. Ja, wir sind frei hier. Hier gibt es echt nichts mehr zu tun. Kein geheimer Durchgang mehr. Nichts Besonderes mehr. Ach ja, schade.
Mehr wäre ja zu schön gewesen.